Eine festlich gedeckte Tafel, die leckeren Kaffee und Kuchen verspricht. Im sogenannten Kinosaal beginnt gleich eine Adventsfeier. Eine wie so viele dieser Tage. Wären da nicht die Gitter vor den Fenstern? 25 Männer warten schon. Streng kontrolliert werden sie nacheinander reingelassen. Vom Kleinkriminellen bis zum Schwerverbrecher. Keiner ist unschuldig hier. Zwischen Mauern und Gitterstäben kommt menschliche Wärme in ihr Leben. Es gibt herzliche Begrüßungen. Gefängnisseelsorger Peter Wellkamp und Ehrenamtliche der Emmaus-Bewegung haben die Feier organisiert. Eine Adventsfeier, wie wir sie draußen manchmal im Überfluss haben. Ein Gefangener, der Familie hat, für den ist das viel bitterer als für jemanden, der sowieso niemanden mehr hat. Da gibt es ja auch viele, die haben niemanden, zu dem sie gehen können. Da ist es vielleicht hier sogar angenehmer für sie, als draußen irgendwo allein zu sein. Ich versuche diese Thematik natürlich im Gottesdienst oder auch im Bibelkreis aufzugreifen. Da wird auch drüber gesprochen oder der heutige Nachmittag ist so eine Gelegenheit, dieses Thema aufzugreifen. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Stimmung dort. Also die Männer sind dort sehr glücklich, dass es diesen Nachmittag gibt, ja. In der Geschichte, die fünf Häftlinge vorlesen, geht es um Frieden, Freude und Liebe. Dinge, die das Leben schön machen. Dinge, die auch sie ein Stück weit in ihrem Leben hatten und dann wieder verloren haben. Seit 200 Jahren gibt es die JVA Kaisheim. Bis zur Säkularisation war das ganze Areal eine Zisterzienserabtei. Im Altbau sind überall Spuren der klösterlichen Vergangenheit zu sehen. Schöner als die kalte, sterile Atmosphäre neuerer Gefängnisse, meinen viele. 600 Männer sind hier inhaftiert. Die meisten arbeiten in den gefängniseigenen Handwerksbetrieben. Eine Stunde Hofgang pro Tag. Am Wochenende ist um 15 Uhr Einschluss. Diakon Peter Wellkamp versucht den Häftlingen klarzumachen, dass sie die Zeit hier drin einfach absitzen oder aber sinnvoll nutzen können. Gesprächsanträge erreichen ihn jeden Tag. Ausgerüstet mit Plastikrosenkranz und Bibeln in 15 verschiedenen Sprachen geht er in die Zellen. Zeit ist das Wichtigste, was er mitbringt. Zu den regelmäßigen Gottesdiensten kommen etwa 50 Männer. Es gibt auch einen Bibelkreis und eine Rosenkranzgruppe. Manch einer entdeckt den Glauben als Kraftquelle. Für Gott sind Gefängnismauern kein Hindernis, sagt der Diakon ihnen. Das Thema Schuld wird allerdings gerne ausgeblendet. Es gibt eine Form, mit Schuld umzugehen. Man muss nicht den Rest des Lebens mit der Last rumlaufen. Also man kann damit auch konstruktiv umgehen, so dass ich mich befreien lassen kann von dieser Schuld. Das ist auch immer Thema im Gottesdienst, wo ich die Männer einlade, alles sozusagen vors Kreuz zu legen. Das, womit sie sich selber oder auch anderen das Leben schwer gemacht haben. Gott möchte, dass wir befreit durchs Leben gehen. Und das versuche ich auch in den Gesprächen einzubringen. Bei selbstgemachten Torten und Adventsliedern der Gruppe Musica Annensis aus Augsburg unterhalten sich die Häftlinge mit den Ehrenamtlichen von der Emmaus-Bewegung und haben für 2 Stunden die Gewissheit, dass die Welt da draußen sie nicht vergessen hat. Wir sind hier bei der Zusammenkunft, weil wir eben spüren, wie wichtig die Liebe und die Nähe von Leuten draußen sind, wenn die Leute inhaftiert sind und die sozialen Kontakte abgebrochen sind, dass sie merken, es gibt noch jemand, der uns in der Zeit den Weg ein Stück mitgeht. Abnehmen kann man nicht, aber mitbegleiten. Und ich glaube, dass dies für die Häftlinge ganz einfach in der Situation wichtig ist. Begleiten, zuhören. Für Peter Wellkamp spielt es keine Rolle, ob er einen Dieb oder einen Mörder vor sich hat. Bevor er in die Gefängnisseelsorge ging, war er 18 Jahre in der Psychiatrie. Er kennt die menschlichen Randgebiete und Abgründe nur zu gut. Die Adventszeit sieht er als Chance für die Häftlinge. Also erstmal zu sich kommen, sich über sein Leben Gedanken machen und über diese Dunkelheiten, die es allgemein im Leben gibt, aber auch im Leben eines Einzelnen. Dafür steht ja der Advent. Es hat eine Dunkelheit gegeben und dann ist das Licht in diese Welt gekommen, was wir mit der Geburt Jesu von Nazareth feiern. Also natürlich, diese Perspektive habe ich schon auch dabei, aber auch ich ermutige, schau mal an, wo es in deinem Leben dunkel ist, damit es hell werden kann. Denn wenn ich das nicht anschaue, wird es nicht hell. Dann kann kein Licht in mir aufgehen. Und das ist ja an Weihnachten, was ich an Weihnachten feiere. Da ist das Licht in diese Welt gekommen und das Licht möchte auch in mein persönliches Leben hineinkommen.
Eine Adventsfeier wie viele dieser Tage, wären da nicht die Gitter. Eine Adventsfeier für Menschen, die Hoffnung ganz besonders nötig haben.